So, es geht weiter mit Let's Play Gothic 3. Wir sind immer noch in Ben-Erai und gehen einmal zu einem ganz besonderen Typen hier mit dem Namen Eusebio. Ihr werdet gleich merken, was an dem so besonders ist. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist, nehme ich an. Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Pech für Am dich. liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern. Das verrät Mach man aber das nicht doch. jedem Bist du dahergelaufenen, lieber verrückt? Ich bin Eusebio. froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Ja, gut, dann fragen wir mal, ob er uns was beibringen kann. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Zeig mir deine Ware. So, schauen wir mal, was der für Waren hat. Er hat hier diese Assassinenrüstungen, Giftpfeile und Heiltränke. Da werden wir uns natürlich gleich alle kaufen. Und wir verkaufen dafür das rostige Schwert, diese abgenutzte Hellebarde und diese drei Bögen, die Assassinenschwerter. So, das behalte ich mir. Gut, Goldausgleich, zack, schließen. Jetzt werde ich mir das wieder auf die Schnelltaste legen, auf Numero 7. Okay. Jetzt haben wir hier mit Eusebio gesprochen. Jetzt sagen wir dem hier mal, dass Eusebio gesagt hat, er würde nachts gern die Truhen plündern. Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Das Egal, glaube ich auch. lass ihn in Ruhe, wir brauchen ihn. Aha, er braucht ihn. Gut, da töte ich ihn mal nicht. Dann gibt es hier unten noch jemanden, der uns einen Auftrag geben wird. Mit dem werden wir jetzt auch sprechen. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Benerai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns ran. Zu nah. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Gut, dann kümmern wir uns natürlich um diese. Jetzt werde ich schauen, was wir da jetzt alles für Missionen bekommen haben. Corlea zum Beispiel, der Stollen von Lago. Ah, der Stollen von Lago, Blödsinn. Wir sind ja noch nicht in Lago. Wir sind jetzt noch in Ben-Erai. Lago ist das hier. Da werden wir dann auch als nächstes hingehen. Und 10 Kaktusblüten. Okay. Jetzt gehen wir aber zuerst noch da nach hinten. Wie ihr seht, dort gibt es eine Schmiede. Assassine, gut, da können wir mit keinem reden. Da gibt es einige Sklaven, einen müden Ich kann nicht Sklaven. mehr. Du Müde sollst, wir Sklaven, kriegen müde beide noch Lager. Sklaven, müde Sklaven. Okay. Dann werden wir uns jetzt Richtung Westen begeben, um die Minecrawler zu töten. Westen, jetzt muss ich direkt schauen. West, hat er westlich von hier gesagt, oder? Muss ich direkt schauen, was der gesagt hat. Westlich von hier. Gut, da muss ich mich wieder zu dem begeben. Halt, da ist der Teleportstein. Gut, dass ich da dem. Da, gut, dass ich dem gleich über den Weg laufe. Jetzt werde ich mich nochmal, jetzt wo wir den Teleportstein haben, kurz nach Braga zurück teleportieren. Denn ich glaube, wir haben José gar nicht gemeldet, dass wir diesen einen Räuber umgebracht haben. Wie gesagt, vielleicht erinnere ich mich auch falsch und wir haben es ihm gesagt. Jedenfalls, ich glaube nicht. Falls doch, umso besser. Gut, wir haben es ihm nicht gesagt. Das heißt, wir sagen es ihm jetzt. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Okay, wir haben Gold bekommen. Dann können wir es ja jetzt wieder zurückteleportieren nach Ben-Erai.
Gut, dann werde ich jetzt speichern. Überschreiben natürlich. So. Dann gehen wir jetzt endlich zu den Crawlern. Da haben wir eine Kaktusblüte. Wie viele von denen haben wir jetzt eigentlich? Drei haben wir. Okay, das sind noch zu wenige. Dann gehen wir jetzt wieder zu dem Typen und schauen, wo von dem aus Westen ist. So. Westen. Von ihm aus im Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Da haben wir Westen. Da hoch. Das heißt, da oben, oder was? Schauen wir mal. Hoffentlich meint er wirklich von ihm aus im Westen. Da haben wir jedenfalls wieder eine Kaktusblüte. Vielleicht, da haben wir noch eine. Gut, vielleicht finden wir sogar genug für Eusebio. Da können wir ihm die gleich bringen. So, da haben wir auch Sonnenkraut. Das pflücken wir natürlich auch. Da sehe ich wieder eine Kaktusblüte, oder? Nein, das ist ein normaler Kaktus. Okay. Gut, da sind die Minecrawler. Habe ich mich richtig erinnert. Sandcrawler. Hoffentlich meint er die mit 10. Das schaue ich, sonst rede ich mal da nach hinten und schaue, ob da jemand C im Namen hat. Oh mein Gott. Nein, da gehe ich lieber weg. Weil so viel auf einmal, das wird schwer. Gut, jetzt weiß ich, die haben kein C in ihrem Namen. Das heißt, ich werde wohl alle von denen töten müssen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alle von denen auf einmal. Das will ich nicht. Ich möchte nur gegen ein paar von euch kämpfen. Na, einer ist mir schon zu wenig. So. Komm, stirb. Okay. Ich hoffe, ich bin jetzt auch überhaupt westlich. Ja, halbwegs. Wie gesagt, ich hoffe, dass die hier gemeint sind. Ich glaube, mich erinnern zu können, aber wie gesagt, sicher bin ich mir überhaupt nicht. Wie viele Kaktusblüten haben wir jetzt? 7. Gut, dann fehlen uns noch 3 für Eusebio. Vielleicht finden wir die 3 auf dem Weg. Ich werde jetzt nicht extra losgehen und die für Eusebio suchen. Weil wir sind ja kein Alchemist. Und schon gar nicht will ich so einen bekifft besoffenen Assassinen helfen. So. Ach, ich will nicht gegen so viel auf einmal. Ich mag das nicht. Verpisst euch. Gut, probieren wir es halt. Gut, jetzt haben wir schon wieder einen. Trinke ich einen Trank. Okay. So, dale. Ich mag euch nicht. Geht sterben. Gut. Scheiße, ey. Okay. Achso, das ist eine Leiche. Ich schlag gegen eine Leiche. Ist er jetzt schon gestorben? Nein, da lebt immer noch das eine Crawler. Gut. Dann werde ich mich jetzt wieder heilen. Ich will hier schließlich nicht drauf gehen. So. Stirb. Gut. Durchsuchen können wir den nicht, oder? Nein. Okay, dann können wir uns noch um die restlichen. Da hinten befinden sich sicher noch einige. Ja, und ich habe recht. So. Boah, ich hoffe wirklich, dass es die richtigen sind. Ich weiß nicht, was wir sonst gemacht haben. Jedenfalls ist das auch im Westen von dem Punkt aus, wie er gesagt hat. Okay.
Da hinten ist noch eine ganze Horde. Dann heile ich mich da vorsichtshalber. Und ich speichere wieder. So. Dann kümmern wir uns um die. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da, das sind die 10, ey. Und ich kümmere mich da vorne um die mickrigen normalen Sandcrawler. Ja, jetzt ist mir scheißegal, ich will ja nur... Na, so geht's nicht, ich muss doch... Ich kann nicht einfach... Ja, klar. Hä? Ich bin zweimal hintereinander gestorben? Geil, okay. Gut, das war jetzt wirklich schlecht. Jetzt habe ich mich nicht konzentriert und einfach drauf losgegangen. Gut, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass da hinten erst die 10 Minecrawler kommen. Das heißt, es geht gerade erst los. So. Da ist eine Kaktusblüte. Gut, interessiert mich momentan wenig. Komm, ich gehe jetzt nur auf den los. Stirb. Gut, das wäre geschafft. Keine Leben dabei verloren. Yes. Das ist ein Zeher. Wie gesagt, ich habe alternative KI immer noch an. Kann ich dann gerne nach diesem Kampf zeigen. Nein, 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 ich sicher nicht. Sterb doch einfach. Ich mag euch nicht. Scheiße. Scheiße. Das ist eine Riesenmenge an Sandcrawler. Zum Glück haben wir jetzt eine halbwegs brauchbare Rüstung. Gut. Und genug Heiltränke. Okay. So. Sterbt. So. Ach. Das sind ja extrem viele. Boah. Das ist wirklich ein Nest, aber ein riesiges Nest. Kommt, folgt mir ruhig. Gut, jetzt hoffe ich, dass ich genug Ausdauer habe, um da hinaufzurennen. Ich versuche jetzt vor denen wegzurennen und in die Höhle hineinzurennen, damit sie mir nicht mehr da hinein folgen. Ich werde jetzt speichern. Das überschreiben. Und ich sag, der Part von Let's Play Gothic 3 ist hiermit zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Adieu.